Frühmorgens, wenn die Stadt und ihre Bewohner noch schlafen, ist Christopher Thomas schon unterwegs. Auf der Suche nach ganz eigenen Bildern fasst er bekannte Motive in eine nostalgisch verträumte Optik. Es entstehen Fotos wie aus einer längst vergangenen Zeit. Die Bavaria, der englische Garten, der Flaucher. Impression in einer ruhigen, fast schon elegischen Großstadt. Christopher Thomas, der sich unter anderem als Werbefotograf einen Namen gemacht hat, möchte seine Heimatstadt einmal ganz anders zeigen. München wird immer als sehr lebendig und bunt dargestellt. Und ich dachte mir, aus Bildbänden von vor 100 Jahren, die sehr ruhig waren und eben schwarz-weiß, habe ich überlegt, gibt es das noch oder ist es weg oder nehmen sich die Leute einfach zu wenig Zeit, das wiederzufinden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es so, schwarz-weiß, und es hat sich bestätigt. Münchner Elegien hat er die Schwarz-Weiß-Serie genannt. Sechs Jahre hat sich Christopher Thomas dafür Zeit genommen und ist immer mal wieder Sommer wie Winter losgezogen, um mit seiner Plattenkamera ganz außergewöhnliche Fotos zu machen. Brillante Aufnahmen mit einer enormen Tiefenschärfe. Eine Auswahl seiner ganz speziellen Sichtweise der Isar-Metropole ist noch bis Mitte März im Münchner Stadtmuseum zu sehen.